Hallo Fans der angewandten Forschung. Mein Name ist Vince Ebert und an dieser Stelle berichte ich über die spannende Welt der Produktionstechnik und der Automatisierung. Von A wie Assistenzsysteme bis Z wie Zerspanung ist kein Thema vor mir sicher. Bühne frei für Innovationen. Made in Stuttgart. In den nächsten 10 Jahren kann der Standort Deutschland durch die 4. industrielle Revolution, also Industrie 4.0, bis zu 100 Milliarden Euro mehr Bruttowertschöpfung erzielen. Tja, ich meine, bereits 2/3 aller deutschen Unternehmen arbeiten ja aktiv an der Digitalisierung und der Vernetzung ihrer Wertschöpfungsketten. Und das ist natürlich auch zwingend nötig, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Herr Müller, wie weit sind wir denn eigentlich mit der Industrie 4.0? Chef, es ist Montag früh. Was meinen Sie denn genau? Naja, ich meine diese neue Cloud-Technologie, die das Fraunhofer IPA entwickelt hat. Haben wir die eigentlich schon im Test? Stimmt, da war noch was. Stefan! Hast du eigentlich schon die neue Cloud-Technologie ausprobiert, die wo unsere Produktion effektiver und flexibler machen soll? Und was ist denn das überhaupt für Zeug da? Ach Meister, das ist doch die neue Cloud. Und die ist überall. Ich schau's mir gleich mal an. Ich meine, ich bin jetzt zwar kein IT-Experte, aber mit Apps kenne ich mich aus. Und wenn man die richtige Plattform hat, dann ist die Sache mit der Cloud einfach und auch sehr, sehr sicher. Und das klappt nicht nur auf einem Tablet, sondern überall. Selbst auf dem alten Laptop vom Chef. Ha! Das funktioniert ja tadellos. Trotz Cloud, alles transparent, dank der Fraunhofer-Forscher. Also wenn ich das morgen meinen Freunden im Golfclub erzähle, das glaubt mir keiner. Super. Tja, wieder eine Innovation, die begeistert und unser Leben bereichert. Zukunft. Du kannst kommen. Wir sind bestens vorbereitet.